viele Möglichkeiten, mit denen wir unser Gitarrenspiel interessanter gestalten können. Dabei ist wohl kaum eine so verbreitet wie der Scratch-Lack. Was viele jedoch gar nicht wissen, es gibt ganz unterschiedliche Arten des Scratch-Lacks. Und in diesem Video werdet ihr lernen, wie ihr verschiedene Techniken spielen könnt und an welchen Stellen diese eingesetzt werden können. In diesem Video wollen wir uns mit drei verschiedenen Arten des Scratch-Schlags oder sagen wir mal besser des perkussiven Schlags befassen. Und zwar dem Scratch, dem Chuck und dem Thumbslap. Wir fangen damit an mit dem Scratch-Schlag, denn der Scratch-Schlag ist sozusagen ja, die Grundlage, wo wir erstmal überhaupt grundsätzlich die Idee des perkussiven Schlags erarbeiten können. Und dann werden wir uns Schritt für Schritt an die anderen Sachen herantasten. Das Video präsentiere ich euch in Zusammenarbeit mit meinem Partner Elixir Strings. Links zur Seite von Elixir und zu den Seiten von Elixir gibt es wie immer in der Videobeschreibung. Den originalen Scratch-Schlag, den wir zum Beispiel schon auch aus Funk, aber auch sehr aus Akustikgitarrenspielen kennen, erreichen wir dadurch, dass wir die Saiten durch die linke Hand abdämpfen oder durch die Greifhand abdämpfen, indem wir die Finger auf die Saiten drauflegen und dann einmal mit Plektrum oder mit Fingern über die Saiten drüber schlagen. Dadurch erhalten wir eine Trennung von den beiden Komponenten, aus denen jeder Ton besteht, und zwar dem Anschlag und dem eigentlichen Klang der Saite. Der Anschlag oder auch Transient ist eigentlich nur das Geräusch, das die Saite macht, wenn wir mit dem Plektrum oder dem Finger dagegen schlagen. Also dieser perkussive Schlag. Und dadurch, dass wir die Saiten eben abdämpfen, erhalten wir nur diesen perkussiven Schlag ohne den eigentlichen Klang der Saite. Und das bezeichnen wir eben als Kratzen oder auch als Scratch. Diesen Scratch-Schlag können wir jetzt verwenden, um eben in einer Akkordfolge ein bisschen perkussive Elemente einzubauen. Nehmen wir zum Beispiel mal an, wir haben die Akkordfolge G und D und wir spielen jetzt immer abwechselnd offene Akkorde und Scratch-Akkorde. Das wird jetzt noch nicht so perfekt klingen, ich will aber auf was hinaus, also auf eine Technik, und dafür machen wir jetzt einfach mal vier Schläge G, dann vier Schläge Scratch, nochmal vier G, vier Scratch und das gleiche nochmal mit C-Dur. Möglicherweise klingt das bei euch auch schon sauber, wenn ihr im Wechsel Scratch und klingende Schläge spielt. Möglicherweise aber noch nicht. Und worauf ich hinaus will, wenn ihr Scratch-Schläge spielt, dann gibt es meistens zwei Probleme. Das eine ist das saubere Abdämpfen, wenn ihr vor allem offene Akkorde spielt und dann zwischen Scratch-Schlägen und klingenden Schlägen wechseln wollt. Und das andere ist das schnelle und saubere Wechseln eben zwischen diesen beiden Arten von Schlägen. Denn das sind meistens so die Punkte, wo sich verhaken, wo dann doch Töne mitklingen, wo nicht alles abgedämpft ist, wo man dann nicht wieder schnell genug die Akkorde greifen kann. Und für genau diese Probleme habe ich euch ein paar Übungen zusammengetragen, mit denen ihr den sauberen Wechsel von Scratch-Schlägen und Nicht-Scratch-Schlägen nochmal ein bisschen üben könnt. Wir machen das jetzt alles erstmal anhand von offenen Akkorden. Da gibt es nämlich einen kleinen Trick. Fangen wir mal an mit einem G, mit dem wir das Abdämpfen erstmal üben wollen. Sagen wir mal, wir greifen einen G-Akkord. Wenn ich jetzt von dem G auf einen Scratch-Schlag gehen will, dann nehme ich nicht den ganzen Griff weg und lege die Finger drauf und dann greife ich wieder das G, das würde viel zu lange dauern, sondern ich nehme einmal den Druck von den Saiten. Das reicht aber noch nicht, da ich jetzt zwei Saiten habe, die auch nicht gegriffen werden, sondern ich lege einfach nochmal meine Finger so ein ganz bisschen schräg übers Griffbrett. Das ist bei G relativ einfach, weil die Finger sowieso schon in einer ganz guten Position dafür sind. Das heißt, das ist mein Griff, wenn ich G wirklich greife und die Akkorde klingen sollen, also die Töne klingen sollen. Und jetzt wechsle ich auf die Scratch-Haltung. Und wenn ich jetzt die Saiten spiele, dann klingen sie auch nicht mehr. Und das kann ich jetzt erstmal üben, indem ich vier Schläge G offen spiele und dann vier Schläge gescratcht. Dieses Problem haben wir bei Barré-Akkorden zum Beispiel nicht. Bei Barré-Akkorden, da wir ja wirklich alle Saiten auch runterdrücken, können wir einfach nur den Druck von den Saiten nehmen und schon haben wir alle Saiten perfekt abgedämpft. Bei allen offenen Akkorden muss man so ein bisschen rumbasteln und so ein bisschen tricksen. Wenn wir zum Beispiel ein E-Moll haben, dann seht ihr, dass wir von den sechs Saiten nur wirklich zwei Saiten greifen.
Und was ich hier gerne mache, ist, dass ich den Ringfinger nehme, um die Saiten abzudämpfen. Das heißt, das ist mein Griff für den offenen E-Moll. Und wenn ich dann einen Scratch-Schlag machen will, dann nehme ich einmal den Druck von den Saiten, aber ich lege den Ringfinger einfach nochmal schräg über alle Saiten drüber. Und den kleinen Finger auch noch, wenn man möchte, aber der Fokus liegt vor allem auf dem Ringfinger. Und dann kann ich eben relativ schnell hin und her wechseln zwischen klingend E-Moll und abgedämpft E-Moll. Das kann man auch wieder machen mit vier Schlägen E-Kling. Und das gleiche gilt natürlich für alle anderen Akkorde. Ihr könnt da einfach mal ein bisschen rumprobieren. Bei C, C ist ähnlich wie bei G. Die Handhaltung bietet schon an, dass man den Druck von den Saiten nimmt und dann die Finger so ein bisschen schräg legt. Auch hier ist der Fokus wieder auf dem Ringfinger. Bei A-Moll mache ich das mit, in der Regel mit dem kleinen Finger. Dass ich den kleinen Finger schräg über alle Saiten lege und die dadurch abdämpfe. Da könnt ihr einfach mal bei den offenen Akkorden so ein bisschen rumprobieren. Wichtig ist zu wissen, dass diese Trickserei absolut erlaubt und absolut geläufig ist, um eben saubere Scratch-Schläge hinzubekommen. Das zweite ist, dass Scratch-Schläge ja meistens jetzt nicht so getrennt kommen wie in dem ersten Beispiel, dass wir vier Schläge klingend haben, dann vier Scratch, dann vier klingend, vier Scratch, sondern dass die immer mal so zwischendrin für ein, zwei Schläge passieren sollen. Und da gibt es eben ein paar Übungen, damit ihr das sauber und auch auf Tempo ein bisschen üben könnt. Die erste Übung habe ich euch eben schon gezeigt, vier und vier, also vier klingend auf Downstroke, vier Scratch auf Downstroke. Die Übung können wir jetzt noch ein bisschen weiter eskalieren lassen, und zwar indem wir einfach die Abstände verkürzen, halbieren sozusagen. Wir machen zwei klingende Schläge und dann zwei Scratch-Schläge. Ich mache das gleiche nochmal mit G-Dur. Zwei klingend. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Das nächste, was wir hier machen können, ist, dass wir die Downstrokes mit reinnehmen. Das heißt, wir machen wieder vier Schläge, diesmal aber in beide Richtungen bewegt. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und. Die nächste Übung, die wir machen können, ist, wir gehen wieder auf die Viertelbasis, halbieren das wieder, machen jetzt einen Schlag klingt, einen Schlag gecratcht. Und auch hier können wir es jetzt wieder verdoppeln, also die Schläge verdoppeln, indem wir die Achtel mit dazu nehmen. Eins und zwei und vier und eins und zwei und drei und vier und. Die nächste und letzte Variation davon ist, dass wir immer im Wechsel Schlag und Scratch spielen, und zwar auf Achtelbasis. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir fangen mit offenen Schlägen an, also auf die 1, 2, 3, 4 sind dann wieder klingende und die Unzählzeiten sind Scratch-Schläge. Das klingt dann so. 1 und 2 und 3 und 4 und. Oder wir fangen mit Scratch-Schlägen an, das heißt, die Downstrokes sind die Scratch-Schläge und die Upstrokes sind die klingenden. Und das könnt ihr natürlich jetzt auch in jedem Tempo üben, in dem ihr wollt, damit ihr am Ende auf, ja, ich sag mal, ein etwas schnelleres Tempo kommt und diese Bewegung wirklich sehr präzise und sehr sauber spielen könnt. Also ich könnte das wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen schneller machen. Und ihr merkt, da muss man schon relativ sauber, relativ schnell alles abdämpfen. Das ist jetzt hier auch nicht alles perfekt voneinander getrennt, aber trotzdem sind die Schläge noch klingend und Scratch, also voneinander unterscheidbar, weil ich die klingenden immer auf die Downstrokes und die Scratch immer auf die Upstrokes gespielt habe. Wir aber lassen sich Scratch-Schläge jetzt gut in einen Riff integrieren. Um das zu beantworten, gehen wir mal gleich weiter zur zweiten Technik, dem Chuck. Denn meistens werden Scratch-Schläge oder sehr oft werden Scratch-Schläge auch bei der Akustikgitarre in Kombination mit einem Chuck verwendet.
Der Chuck ist jetzt eine ähnliche Technik wie der Scratch-Schlag, allerdings findet der mehr in der rechten Hand statt. Und ich habe festgestellt, dass viele gar nicht diese Unterscheidung zwischen Scratch- und Chuck-Schlägen machen. Und das ist sehr, sehr wichtig, denn der Scratch-Schlag ist quasi einfach nur ein abgedämpfter Schlag. Wir haben links eine Abdämpfung der Saiten und schlagen dann einmal auf die Saiten drauf. Der Chuck hat noch eine Komponente, dass wir mit der rechten Hand ein bisschen weiter in die Saiten greifen. Und da geht es gar nicht so um das Abdämpfen mit der linken Hand, weil Chuck-Schläge kann ich auch nur mit der rechten Hand ausführen. Chuck-Schläge sind zum Beispiel auch bei Ukulelen sehr prominent. Und die Technik ist jetzt hier, dass wir einen Schlag ausführen, bei dem wir die Saiten anschlagen, zeitgleich aber mit der Handkante die nochmal in die Saiten reinhauen, also quasi eine doppelte Schlagbewegung machen. Wir schlagen einmal mit dem Plektrum die Saiten an und hauen gleichzeitig so ein bisschen mit der Handkante auf die Saiten, dass die Saiten gar nicht ins Schwingen kommen, sondern dass wir, ich sag mal, eine Millisekunde, bevor wir die Saiten mit dem Plektrum anschlagen, mit der Handkante auf die Saiten treffen, so dass es eigentlich eine Bewegung ist. Eigentlich trifft es zeitgleich auf, aber wenn ich jetzt sagen würde, was zuerst, dann eher erst die Handkante, damit die Saiten gar nicht anfangen können zu schwingen. Damit wir eben diesen Chuck-Schlag bekommen. Und um nochmal auf Nummer sicher zu gehen, dämpfe ich meistens dann links die Saiten an einem Harp, indem ich die Finger auf die Saiten lege. Das ist aber wirklich nur so, ja, eine Sicherheitsmaßnahme. Eigentlich sollte der Chuck-Schlag mit der rechten Hand schon ausführbar sein. Chuck-Schläge kann man besonders gut mit Plektrum spielen. Es ist auch möglich, die mit dem Zeige- oder Mittelfinger zu spielen. Da müsst ihr dann eigentlich ein bisschen aufpassen, dass ihr euch nicht irgendwie aus Versehen die Saite hier seitlich in den Finger reinhaut. Das tut sonst relativ schnell weh. Und ihr könnt euch im schlimmsten Fall auch ein bisschen verletzen. Jetzt nicht schlimm, aber so, dass es schon ein bisschen unangenehm wird. Und die Frage ist jetzt, wo genau ist spielerisch der Unterschied zwischen Chuck und Scratches? Wenn ich es mal als perkussive Komponente betrachten will, dann sind die Scratches so eine Art kleines perkussives Element, eher so wie eine Hi-Hat oder ein Shaker zu denken. Und der Chuck-Schlag simuliert einen Snare-Schlag von einem Schlagzeug. Während Scratch-Schläge jetzt relativ häufig in einem Takt vorkommen können, kommen die Chucks eigentlich genauso wie eine Snare einmal, höchstens zweimal in einem Takt, weil die Technik auch ein bisschen träger ist als ein Scratch-Schlag. Also man kann die nicht unbegrenzt oft ausführen, weil man muss relativ stark in die Saiten holzen und das öfter machen als zweimal wird dann wirklich schon sehr, sehr viel. Und außerdem soll es eben eine Snare simulieren und die kommt eben auch je nach Groove auf die 3 oder auf die 2 und auf die 4. Ich habe euch hier mal zwei Beispiele vorbereitet, wo wir einmal einen Groove haben, wo wir den Schlag auf die 3 durch einen Chuck ersetzen und einmal, wo wir die 2 und die 4 durch einen Chuck ersetzen. Wie ihr hören könnt, bringt der Chuck-Schlag sehr, sehr schnell eine klare rhythmische Komponente in jedes Riff, weil es eben das wichtigste Element eines Schlagzeugs simuliert, und zwar die Snare-Drum. Sobald wir den Chuck-Schlag einmal etabliert haben, können wir jetzt auch nochmal mit Scratch-Schlägen nochmal eine weitere rhythmische Komponente in das Spiel einflechten. Ich habe jetzt diesen zweiten Groove, wo ich den Chuck-Schlag immer auf die Zählzeit 3 gespielt habe, nochmal mit 2 Scratch-Schlägen aufgepeppt und das klingt dann folgendermaßen.
Was ich hier gemacht habe, ist jetzt eine sehr verbreitete Technik im Akustikgitarrenspiel. Ich habe einmal die Snare simuliert auf die Zählzeit 3, um dann eben nochmal so zwei kleine Scratch-Schläge einzubauen, um dann noch ein bisschen rhythmische Komponente einzukriegen. Wer das zum Beispiel sehr, sehr viel macht, ist Jack Johnson auf seinen Aufnahmen. Wenn ihr zum Beispiel Sitting, Waiting, Wishing noch im Ohr habt, da ist quasi dieser Groove, den ich eben gespielt habe, die sind sehr miteinander verwandt, weil er eben genau das macht. Er hat einen Chuck auf die Zählzeit 3 oder 2 und 4, nachdem wie man zählt, und dazwischen noch so ein paar Scratch-Schläge eingebaut, um eben so eine kleine Shaker-Idee zu haben im Hintergrund, aber vor allem auch, um eben eine Snare in sein Gitarrenspiel einzubauen. Diese beiden Techniken könnt ihr jetzt vor allem mit Plektrum spielen, aber auch mit Fingern. Die dritte, mit der wir uns jetzt kurz noch befassen wollen, und zwar der Thumbslap, ist eine Fingerstyle-Technik. Die lässt sich mit Plektrum nicht so wirklich gut kopieren. Bei dem Thumbslap geht es jetzt ähnlich wie beim Chuck drum, vor allem einen Snare-Schlag zu simulieren. Der Thumbslap funktioniert so, dass wenn wir in irgendeiner Weise hier was gezupft haben, dass wir mit einer Drehung des Handgelenks einmal mit dem Daumen auf die unteren Saiten schlagen. Denn genau der Sound, den hier die Saiten machen, wenn sie senkrecht auf die Buntstäbchen treffen, das ist dieses Slap-Geräusch, das wir eben damit erzeugen können. Und auch das ist quasi wieder ein Snare-Schlag. Er klingt ein bisschen anders als der Chuck, weil er anders erzeugt wird. Also das ist quasi einmal der Thumb-Slap gegen den Chuck. Der Chuck hat eben einen etwas scratchigeren Sound. Der Thumbslap ist wirklich ein Thumbslap. Aber von der Idee, also von der rhythmischen Idee her, bilden die beiden das Gleiche ab. Ich habe euch auch hier nochmal ein kleines Beispiel aufgeschrieben, wo ich ein sehr simples Zupfmuster habe, das ein bisschen abstrakt klingt. Und sobald wir den Thumbslap einfügen, hat das Ganze gleich einen rhythmischen roten Faden. Der Thumbslap ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingstechniken, wenn es um Fingerstyle und um perkussive Elemente im Fingerstyle geht. Wenn ihr euch für den Thumbslap noch interessiert, checkt gerne mal die Videobeschreibung. Da habe ich euch noch mehr Videos zum Thumbslap und schon verschiedenen Techniken verlinkt. Auch wie ihr Ghost Notes spielen könnt, wie ihr noch den Zeiger und den Mittelfinger in eure Thumbslap-Techniken einbauen könnt. Das hätte jetzt aber die Länge dieses Videos definitiv gesprengt. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt mal helfen mit dem Video, dass ihr jetzt verstanden habt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Scratch-Schlag, einem Chuck-Schlag und einem Thumbslap. Wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr noch Wünsche habt zu Themen, die mit diesem Thema verwandt sind, schreibt mir unbedingt einen Kommentar unter das Video. Ich erfülle immer gerne Wünsche von Abonnenten und von Zuschauern. Besucht gerne auf meinem Kanal, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Videos zum Thema Gitarre. Lasst mir ein Like da, lasst mir ein Abo da, schreibt mir wie gesagt immer Kommentare und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.